Servus, ihr Erdnüsse, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Big Ambitions. Letzten Part, haben wir Depressionen bekommen. Freddy möchte nicht mehr wirklich aus dem Haus, also er kann nirgends anders mehr rein, außer in sein Auto und in sein Haus. Ich denke, wir gehen jetzt gleich erstmal eine Runde spazieren. Und yo, im letzten Part hatte ich ja angekündigt gehabt. Oh, wir sind sogar zu traurig, um das Haus überhaupt zu verlassen. Oh, wow, 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 Onkelchen, yo. Also, wir müssen jetzt managen so, dass das jetzt alles gut geht. Alexandra hat das ja einigermaßen im Griff, aber die neue Eloise, die muss halt jetzt den Burgerladen alleine schmeißen. Ja. Ach so, genau. Was ich noch sagen wollte, pass auf. Pass du auf. Ich habe ja letzten Part angekündigt. Ich wollte, dass alles so ein bisschen mit Timelapse vorrattern lassen, wie ich wieder Geld farm, aus den Schulden zu kommen. Aber dann dachte ich mir, nee, warum? Ich nehme euch einfach komplett mit. Das ganze Game, Alter. Hier wird nichts mehr vorgespult. Hier wird kein Geld mehr gefahren. Das machen wir jetzt alles live. Und in Farbe. Das heißt live. Also für mich ist es live. Für euch dann weniger, aber wird schon passen. Ah, so. Jo. Ich sehe schon wieder, ich bin hier oben abgeschnitten. Das ist kack, yes. Ah, schon besser. Sitze ich auch bequemer. Also, Peoples. Das läuft von 8 bis 18 Uhr. Das muss laufen jetzt. Die müssen jetzt klarkommen ohne mich. Wir können nichts machen. Wir können uns am Sack rumspielen oder jetzt einfach pennen gehen. Bis die traurige Phase vorbei ist. Also, Freddy. Was los? Immer noch? 12 Stunden noch. Das ist so krass. Das ist ja so krank. Haben wir jetzt wieder bös miese gemacht. Ja, es geht. Minus 44. Ja, Gott sei Dank ist die traurige Phase beendet. Gut, Leute, dann kann es jetzt endlich wieder losgehen. Wir können hustlen. Werden wir jetzt auch tun. Wir brauchen massig Geld. Das Auto lassen wir jetzt so gut es geht erstmal stehen. Damit wir da nicht gar nicht in Versuchung kommen. Wieder gegen irgendein anderes Fahrzeug zu fahren oder sonst irgendwas. Dir geht's gut, Eloise? Passt alles? Sitzt, wackelt, hat Luft? Passt. Okay, 99 Burger hat's noch. Hier ist auch noch genug. Sehr gut. Ich frage mich nur, warum bei dir keine Kunden kommen. Das check ich einfach nicht. Wir haben den Preis doch schon gesenkt, Mensch. Also ehrlich. Was ist das denn? Preisgestaltung. 52%. Das Verringern oder Erhöhen der Preise von Waren oder Dienstleistungen wirkt sich auf die Zufriedenheit aus. Ein zu hoher Preis kann zu einer geringeren Kundenzufriedenheit führen. Ja klar, macht ja auch Sinn, aber wie niedrig soll ich noch? Machen wir 4,5. Wenn schon, denn schon. 4,50 Euro passt. Guck mal, da kommt schon die erste wieder. Wie sieht's hier aus? Mir ist ja nur wichtig, dass die Läden jetzt sauber sind. Der Boden muss glänzen. Hier ist er schon arg schmutzig, ey. Krass. Warum mach dich vom Acker, du Facker? Geht's einfach mitten im Weg rum, wenn der Chef putzen will, oder was? Pech. Also als nett, als guter Angestellter, der guter Eindruck machen will. Guter Ersteindruck, ne? Würde ich aber ganz flotte Besen selbst in die Hand nehmen. Naja, gut. Was heißt Ersteindruck? Die schafft hier schon 20 Tage bei uns. Die ist ja nicht neu, ne? Aber von der Eloise... Ist ein hässlicher Name, ne? Von Eloise erwarte ich aber jetzt mehr. Eloa. Wie spricht man das überhaupt aus? Eloise, Eloa, Eloise? Keine Ahnung, Alter. So. Ein Batsch an der Fies hat sie auch. Alles dreckig gemacht hinterm Tresen. Ich fass es nicht. So, steht sie wie angewurzelt und guckt zu, wie der Chef putzt. Ich fass es nicht. Hammer hat. So darf ich die Kämpfe zählen. So. Gut. Business can begin. Business can begin. Ist das ein richtiger Satz auf Englisch? Ich weiß es gar nicht.
Manchmal schwätze ich schon eine Haufe Scheiß, wenn das da lang ist. Dessen bin ich mir selbst bewusst. Aber ich mach's konsequent und immer weiter. Sodass nicht der Eindruck entstehen kann, ich mach das unprofessionell. Professioneller Scheiße-Quatscher. So. Jetzt aber. Mit 600 Dollars, da kann man doch was reißen, oder? Glauben wir noch nicht? Ne, stimmt. Stimmt, der Stuhl kostet ja allein schon 1200, wo man braucht. Ja, gute Frage. Ist wer wichtig, du Freddy jetzt? Was ist jetzt los? Wäre wichtig, du Freddy jetzt mal glücklich zu machen. Also gehen wir jetzt in den Park. Wieder mal. Letztens hat schon nichts geklappt. Alter, was ist denn heute mit meinem Sprachschatz los? Mit meinem Wortschatz, mit meiner Sprachbilanz, Alter. Die ist ja unterirdisch. Mein Sprachfehler-Average liegt gerade bei 10 pro Sekunde. Ey, Hammer hat, wie sie dich hier nicht rauslassen. Das ist der Wahnsinn. Komm, Mann, ich will auch Hupe können. Wie geht das? Ich kann nicht Hupe. Ja, er hupt mich aus. Er ist so ein fickerischer Fickfehler. Komm, halt's Maul, geh weiter, Fixer. So, Leute. Da pass mal durch. Wir machen jetzt die Stadt unsicher. Wir gehen in den Park, jetzt alle paar Rotweinzippe, wie der letzte, der da gesitzt hat. Oh. Einmal um den Baum rum. War die Parkbank nicht an. So, sehr schön. 8 Dollar bezahle mal. Gerne dafür, dass der Freddy nochmal 20% glücklicher wird. 30 waren sogar. Ich glaube 30 wurde man sogar glücklicher. So. Mit Hogwarts Legacy. Ganz kurz, um das anzuschneiden, das Thema. Es neigt sich jetzt so langsam im Ende zu. Wir haben jetzt, wer den letzten Part gesehen hat, gegen Renrock kläglich versagt. Das wird aber nicht mehr lange so gehen. Und dann denke ich, ist Hogwarts Legacy sehr bald schon abgehakt als Let's Play Projekt auf dem Kanal. Deswegen, das wollte ich jetzt nur ganz kurz anschneiden, weil, und jetzt kommt's, mein nächstes Projekt schon in den Startlöchern steht. Und ich will das jetzt noch nicht anpreisen, was es da gibt, aber es wird ein Roleplay, es wird auch ein rundenbasiertes Kampfsystem geben. Es wird ein bisschen Richtung Battle Brothers gehen, aber es wird kein Battle Brothers sein. Und was kann man noch zu dem Game sagen? Ja, es ist so eine Roguelite Bandage Roleplay Action. Es wird geil. Sind einfach nice. Mit Equipment, mit Gegnerabmetzeln, mit geiler Killcam, mit. Boah, ihr werdet sehen, à la X4, nur viel. Also, ich find's nicer. Ist einfach mein Style. So mit Open World auch, ja, begehbar. Also, es gibt eine Overmap, wie in. Wie in. Bannerlords. Und jo. Ah, wir sollten mal was footen. Ansonsten war es das jetzt gleich mit uns. Gibt es hier nicht immer irgendwelche Currywurstbuden oder sowas im Park? In Parks gibt es doch sowas, oder? Currywurstbuden, Pommesstände. Also als ich mo in Berlin war, ich hab mir in Berlin habe ich mir mal eine Schribbe gekauft. Da war nichts drauf als ein Schäbchenwurst. Da war ich enttäuscht. So, Und ich habe mich gefragt, ob es Taxis gibt. Es gibt eine U-Bahn-Station. Das hätte ich aber früher rausfinden können, weil hier stand's und ich habe es sogar schon mehrfach gelesen. Ha! Ich jock. Aber, nichtsdestotrotz, gar kein Problem, uno problemo. Jetzt brauchen wir sie erstmal nicht. Denn wir haben ja unser Auto stets bei uns. Aber, gut zu wissen, denn wir hätten uns gar kein Auto ständig neu kaufen müssen. So würde es zum Beispiel auch gehen. Wir wären sogar echt wahrscheinlich ganz gut mit U-Bahn klargekommen. Das werden wir auch auf jeden Fall noch fahren, weil ich will halt sehen, wie es aussieht. Mal ausprobieren. Wie der Typ da einfach mal sehen, wie der Typ da mit 2, 3 Kühlschranken und einer Theke oder so in U-Bahn einsteigt und dann von A nach B fährt. Sehr nice.
Alter, und ich laufe Brain AFK die ganze Zeit Richtung Ikea Bohak. Ikea sag ich als Ika Bohak. Aber es hört sich so kacke an. Das war doch jetzt auf jeden Fall. Jo, okay. Wollte gerade sagen, das war auf jeden Fall mehr als eine Stunde, die wir jetzt so schon rumgelatscht sind. So. Da rechts hoch. Was ist denn mit dir, Dude? Was hast denn du für eine Haarfarbe? Türkis, ist hier crazy. Das sieht man auch nicht alle Tage. So, Peoples. Jetzt ist der Freddy happy. Und ich glaube, seine Schicht beginnt bei... Wieso haben wir ständig ein Minustagesgeschäft, Mann? Ich versteh's nicht. Eloise, Alter, mach dein Job richtig. Mach dein Job richtig, du Fotze. So. Ich möchte bitte jetzt einmal dahin, damit ich um 17 Uhr anfangen kann. Vielleicht noch zwei Stündchen Penne zwischendurch. Vielleicht noch ein Hotdog zwischen die Kieme vorher. Und dann wird gehasselt. Aber sowas von Yalla Yalla! Sorry für euer arme Öhrchen, muss ich mich jetzt entschuldigen. Ich habe zwar Kompensator drin, der sorgt dafür, dass meine Stimme immer gleich laut klingt, aber könnte sein, dass euch das vielleicht ein bisschen erschriegelt hat. Ach Gott, voll vergessen, die Alt gibt mir okay Hotdogs. Da, Joe's Hotdog direkt neben uns. Mega nice. Der hat uns schon so einige Male den Arsch gerettet. Ey, wie der sich da vordrängelt. Ey, was ist denn mit dir? Hättest du nicht den mega geilen Pulli an, ja? Dann hätte ich dich jetzt weggeklatscht. Boah, da habe ich letztens auch so ein Video gesehen. Da stand ein Typ an der Tanke. Neben ihm eine Frau. Die Frau wird belästigt, beleidigt. Und der Typ hatte so eine Dose, ja? Und diesem Belästiger, also diesem Aggressor, der einfach mal ad hoc aus dem Nichts die Dose ins Gesicht gehämmert. Die Dose ist in seinem Gesicht aufgeplatzt. Der Typ flog irgendwie einen Meter nach hinten. Das gibt ein Feilchen, Alter. Dachte ich mir in dem Moment nur. Das war crazy. So. Güte kannst du entsorgen. Ah, du hast jetzt was gelatzt, aber du bist noch nicht so fit für die Schicht. Warte mal, das lässt sich doch ganz... kurz beheben. 40 Minuten Penne kannst du noch, oder? 17 Uhr. Oder wann beginnt die jetzt genau? 17 oder 18 Uhr? 18 Uhr sogar. Alter. Kannst du sogar bis 18 Uhr Penne. Wir wollen ja nicht verschlafen, also 6 Minuten brauchen wir bestimmt schon über die Straße. Saremo! Das ist doch der Wahnsinn! Wir brauchen für Das darf ich keinem erzählen. Freddy, der braucht für über die Straße ganze 6 Minuten. Also, das würde ich dann nicht mal so im Real Life hinbekommen, wenn ich es versuche würde, 6 Minuten für eine Straßenüberquerung zu brauchen. Also, Dude. Naja, man steckt nicht drin, ne? Übrigens, Schwätzken Scheiß. Das ist die Devise des heutigen Tages. Und wir machen genau das Gegenteil, Tag. Weil jetzt ist Wochenende, geil! Saufen! Wochenende, geil! Wir machen genau das Wochenende. Wir machen genau das Gegenteil. Weil wir geil sind. Einfach viel Scheiß schwätze. Dann bleibst du gesund und fit. Vor allem ist es gut für die Psyche. Ich habe auch gelernt... Kann man das so sagen? Gelernt, rausgefunden, gelesen, dies, das, Ananas. Dass wenn man mit sich selbst redet, das sehr gut für die Psyche sein soll. Wobei ich allerdings eher dachte, dass ich irgendwie komisch bin. Oder gerade den Aspekt, dass man mit sich selbst redet, irgendwie
psychisch fand, so komisch. Aber anscheinend soll das ein gutes Anzeichen sein. Wieso haben wir nur 74 plus? Alter, unser Schnellrestaurant macht permanent miese. Das kann doch gar nicht sein. Wo? Sei mal her. Preise. Ich glaube, die kostet einfach zu viel. Ich glaube echt, die kostet einfach zu viel in der Bezahlung. Ich verstehe halt nicht, ich habe hier keine Auflistung, wie viel ich an die abdrück. An. Doch, da stand's, oder? Tageslohn. 230, wir machen Tag. Okay, wir machen einen Umsatz von 329, die kostet aber einfach 230, das ist unnötig. Das ist echt unnötig, glaube ich. Tatsächlich. Ohne Scheiß, dann wäre es sinnvoller, die Olle einfach abends einzusetzen. Ab 18 Uhr und wir machen den Rest. Dann haben wir A, was zu tun. Ja gut, was die Beschaffung angeht, ist es dann Kacke, ne? A, haben wir dann eigentlich was zu tun und B ist die günstiger. Naja, Eloise. Wir ziehen das jetzt einfach mal so durch, wie wir es haben. Ich glaube, das geht sich schon irgendwie aus. Wisch du mal noch den Boden. Dann machen wir Stück für Stück immer mehr Progress. Das macht sich dann schon bemerkbar. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorge zu machen. Ich meine, wir haben jetzt wieder 900 Dollar. Das reicht zumindest noch nicht, um den Kredit abzubezahlen, aber am Ende der Woche wahrscheinlich. Wir nehmen einen Kredit auf. Ich habe es jetzt, die krasseste Idee. Wir nehmen einen Kredit auf, um unseren Kredit abzubezahlen. Dich doch nicht, Mann. Da. Gut. Was sagen die Burger jetzt? 61, das wird gleich nicht mehr der Fall sein. Kann man die zusammenstecken irgendwie? Ja, solange die nicht schlecht werden. Wir haben sie weder gekühlt noch irgendwie eingefroren. Wir haben sie einfach ins Trockenlager gestellt und das war's, ne? So, Schicht im Schacht. Gudi. Hier noch einmal durchwische vielleicht? Oder ist das zu risky von der Energy her? Ich weiß es nicht. Maybe. Aber dann müssen wir morgen weniger machen. Meine Besorgungen müssen wir jetzt eh fast gar keine machen. Ich mach's jetzt mal ganz anders. Eloise. Eloise. Will ich die kündigen? Ich würde die echt verdammt gern einfach nur mal kurz so für 2 Wochen in Urlaub schicken. Danach löppt das und dann wäre sie wieder bei uns, aber das geht leider nicht. Das wird vielleicht gehen mit so einem Personal leider. Okay, pass auf, Luis. Ich brauche dich abends, echt erst ab 19 Uhr. Den Rest mache ich erstmal selbst. Beziehungsweise ich sehe ja dann. Ich kann die ja immer dann, wenn wir keine Energie mehr haben, kann man die einsetzen. Also quasi als Lückenfüller, ne? Auf Abruf. Eloise, du schaffst jetzt bei uns auf Abruf. Bleib daheim, wenn dein Chef hier anruft, mach ich dich auf der Acker. Okay? Alles klar, danke. Sehr gut. Supi, danke für die 100%. Bis morgen, schöner hübscher Lade mit hässlicher Verkäuferin. 8 Uhr aufstehen. Everyday I'm hustling. Ja, Burger Fred ist geöffnet, hat kein Mitarbeiter. Das regeln wir. Gar kein Thema.
Sag immer gar kein Thema. Dabei steht schon irgendein Dude hinter meinem Tresen und wollte sich die Burger schon selbst machen, oder was? Was ein Vogel, ey. Kaum stehe ich in einem Tresen, hasselt dieser Laden so derbe mies Geld rein, Alter. Das ist doch nicht zu fassen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich nur am Geld, am Verkaufspreis lag oder an Eloise. Vielleicht ist die auch so... Wir sehen ja das Gesicht nicht. Vielleicht ist die auch einfach abschreckend. Wie Sau. Wer weiß das schon. Vielleicht ist sie übel entstellt. Sowas müsst vielleicht mal in der Shop... Beschreibung, also in der Stellenbeschreibung. Nee, Quatsch. Doch, in die Stellenbeschreibung müsste ich es auch hinschreiben, dass wir keine hässliche Leute nehmen, aber. In der Bewerbung hätte es stehen müssen. Bitte nicht in dem Verkauf einsetzen, bin hässlich as fuck. Ach Gott, Donny, du kriegst viel zu viel Hunger. Du kriegst viel zu schnell Hunger. Und skillen können wir jetzt auch nicht wirklich. Aber wir haben jetzt wirklich mal das erste Mal seit langem nochmal 50% Glücklichkeit. Freude. Freude, ich bin frei. Dobby ist frei. Und die Wocheneinnahmen sind minus 346. Geil, das motiviert auf jeden Fall. Zuweisung aufheben, kurz was Fresse gehen. Wofür haben wir denn den Kühlschrank? So, und weiter geht's. So, und wenn unsere Energy low ist, dann kommt die nächste. Dann kommt Eloise. Denn wir haben ja gar keinen Festvertrag mit ihr, wo drin steht Pauschaltarif, so Tarifvertrag. Wir haben ja einfach einen Vertrag. Du wirst auf Stunde bezahlt, ganz einfach. Das ist nice. Also wie nicht? Atmo Schlückchen Sippe. Nett hingucke, das ist die gute von Kaufland. Ah! Geil. Ey, was stehen die Alten neben mir, Firmo? Ein bisschen kann ich noch, ist okay. Wobei. Hast recht, mach du weiter. Mach du weiter, Schneckchen. Ich fülle da sogar Emo. Emo mache ich das, komm. Emo mache ich das. Ich fülle dir jetzt einmal hier die Grill auf. Und morgen früh gehen wir einkaufen. So richtig schön. Nö. Wirklich Latze musste noch nicht. Noch nix. Putzi putzi, ja. Der Chef putzt Emo. Immer hier durch die Lade, während die noch alle am Fressen sind, jawohl. Oh, habe ich Ihnen, Entschuldigung, Margret, habe ich Ihnen gerade hier Sandkorn auf den Burger geschoben. Das tut mir aber leid. Kann nur vorkommen, das macht gar nichts. Dreck macht Speck, sah die Mutter als. Ach, wir sind ja bei 100%. Was verschwende ich hier denn meine Zeit? Hey! Du alter Dreckiger, du! Ich renn da hinterher, komm her, steig aus, er kriegt ein Flachi! Krina rotzt sich da in die Ohr! Drecksau. So. Wo war mal stehen geblieben? Genau, der Geschenkelade. Den werden wir jetzt erst mal schön sauber machen. Putzi putzi. Och, er ist sauber, als hätte die Alte heute gar nicht geschafft. Stimmt, es ist Samstag, die arbeitet gar nicht. Ach Donny, hättest du Emo der Schichtplan im Kopf. Aber das ist voll anstrengend, ne? Einer geht ja noch, gerade so. Aber wenn du zwei Läden hast, was machen die Chefs mit drei, vier Läden? Ja, du brauchst irgendwann Personal leider, anders geht's gar nicht. Ah ja. Man merkt schon, Business ist nicht so meins, ne? Ja gut, du brauchst ja nur deine 8-stündige Schlaf, oder? Wir machen das jetzt mal vorausschauend. Immer schön vorausschauend. Aber will ich nicht hin. Ich brauche Großhandel. Wann macht er auf? 6 Uhr. Nice.
Ist jetzt schön. Das ist richtig schön, dass der schon um 6 Uhr aufmacht. Das kommt mir sehr, sehr gelegen. $16 Umsatz. Ey, ich weine, Alter. Ist der Wahnsinn. Die Burger rentieren sich gar nicht. Die sind so unrentabel. Zumindest, wenn man die Alte noch schuften lässt abends. Da macht man echt kaum Gewinn. Also bei uns ist es halt eher so Masse statt Klasse, ne? Wir machen erst richtig schön Gewinn. Wir fahren erst richtig Profit ein. Sobald uns die Burgerlade eingerannt wird. Aber wenn da mal ein bisschen weniger komme, dann war's das. Gehen wir in die Miese. Hallo, du siehst doch, dass ich hier rückwärts rein will, oder? Du hässlicher Passat oder was auch immer du bist. Schön ist auf jeden Fall anders. Aber ey Leute, wir sind jetzt den Part schon einige Male rumgefahren, immer noch bei 88%. Wir haben noch 10% in der Folge verloren. Das möchte ich gern so beibehalten. Das Intervall. So, rein da. Wir haben Sonntag. Stimmt, heute geht ja gar nichts. Boah, als Geschäftsmann ist man so aufgeschmissen, wenn Sonntag ist. Oh, ist das mies. Oh, ist das mies. Ja, dann gehen wir jetzt wieder im Park spazieren, oder? Dass sowas wie letztens einfach nie mehr passiert. Wir werden jetzt so richtige Naturliebhaber werden wir. Freddy hat richtig Bock da drauf. So. Alter, ey, als wär ich besoffenste Dude auf der Welt. Solche Power haben wir? Und unsere Karre ist noch nicht mal angemackt? Krass. Einfach nur gerade so 16 Tonnen. Ah! Nichts passiert, er hat kein Blaulicht an, also. Wohl kein Notfall. Ey, was ist denn hier gerade los, Mann? Haben wir Platte oder was? Linke Reife wäre platt oder was? Das wird's erklären, warum es die ganze Zeit nach links zieht. So, jetzt. Dankeschön. Mein getreuer Gefährte. Mein getreues Gefährt, sagt man, glaube ich. Und wir haben wieder Kohldampf ohne Ende. Also wirklich, unser Freddy, der müsste so ein Hungerhake sein. So wenig wie der isst. So viel wie der sich bewegt. So krass wie der arbeitet. Burnout incoming. Ich gebe dem noch einen Monat oder so. Und als kaufe sie meine Pullis, Mann. Was ist denn hier los? Gibt's den Hoodie echt so oft? Na, immerhin sind wir wieder über $1000. Das macht mich schon zuversichtlich. Wie lang so eine Stunde sein kann, obwohl eine Minute einfach gefühlt eine Sekunde ist. Aber ich weiß auch nicht, inwiefern der Park deklariert wird als Park, also ab welcher Stelle. Ich da jetzt hier über diese Grenze gehe, wahrscheinlich wird dann nicht mehr gezählt. Beziehungsweise weiß ich halt nicht, ob dann die Zeit resettet wird und wir müssen nochmal eine Stunde drinnen bleiben im Park. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal hier stehen. Ist eh ein bisschen müde, also können wir mal so paar Minuten pennen. Jo, alles klar. Alles tutti. Sehr, sehr wunderbarlich, wahrlich. Was ich jetzt aber noch machen wollte, war mir einen Hotdog fresse. So richtig dicker. Mit Röstzwiebel drauf. Also wenn eins besser ist wie die Globus Fleischkäse weg, dann ist es Hotdog mit Röstzwiebel. Schön, Curry Ketchup von Heinz
Und dann noch Mayo oben drauf. Ma! Maschallah. Streifer 147 an Revier, wir verfolgen gerade einen schwarzen Minivan. Östlichen Richtung. Wo sind wir eigentlich? Östlichen Richtung 4. Avenue. Sollen wir ihn rauswinken? Schon wieder verfahren. Och komm, das kann doch nicht wahr sein. Die Straße hier sehen aber alles so verdammt gleich aus. Ich habe ja auch keine Orientierungspunkte, außer dieses fette Fragezeichen, was auch immer das bedeutet. Da könnte ihre Werbung stehen. Bestimmt so ein Platzhalter für unser Slogan später. Wenn wir so richtig dick im Business sind. Ach. Sorry, hab vergessen, ist ja Sonntag. Du, zu dir wollte ich. Ein Hotdog bitte, eine Getränkedose. Aber das wird uns nicht satt machen. Ich frag mich, wieso ich hier jetzt nicht einfach noch einen Hotdog stellen kann. Also so auf einmal. Und jetzt muss ich mich wieder anstellen. Nur weil ich noch Bock hab auf einen Hotdog. Was soll denn das? Sau frech. Sau frech. Entschuldigung, bei uns sind nur Einzelbestellungen möglich. Sie können nur einen Hotdog pro Person bekommen. Es tut mir sehr leid, aber diese Hotdogs sind spezielle. Geil. Geiles Ding. Da sehe ich uns später. Das fühle ich. Da sehe ich uns auf jeden Fall später. NYPD, was soll das? Vor unserer Bude, was ist denn hier los? Razzia oder was? Ey, ich schwör's euch, ich hab immer Steuern bezahlt. Ich hab auch keinen Schwarzarbeiter oder sowas. Eloise ist legal. Sie sagte mir, die ist legal von Mexiko hierher gekommen, die alte Ho. Hat die mich belogen oder was? Boah, hat uns da hinne was... Ich wollte gerade sagen, hat uns da hinten irgendjemand reingefahren oder was? Aber das waren wir wohl selbst. Das sieht aus wie so ein Stoppschild. Ja, ich glaube ein Stoppschild ist da an dem Tag gestorben. Naja. Steckt man da drin. Passiert einfach. Ey, wir haben ja jetzt gar nichts zu tun, oder? Sonntag? Ich kann doch den Laden jetzt einfach anschmeißen. Wieso nicht? Der bringt am meisten Money, also machen wir jetzt hier noch ein bisschen Hustle Hustle. Ey, warten. Ey, Wien, ey, warten, Alter. Werbung, Werbung, genau. Werbung wollte ich ja auch noch schalten. Stimmt. Alexandra? Nee, wir machen jetzt einen gemeinsamen Zeitplan für alle Tage aus. Wenn Sonntag, sollst du bitte nicht arbeiten. Sonntag ist the day for the chefs. Okay? Danke. So, weisen wir uns zu. Oh. Wir nehmen alles mit, was Kohle bringt, ey. Wenn wir Energie haben, sind gut gelaunt und haben Food. Warum sollten wir dann nicht arbeiten? Macht keinen Sinn. Guter Geschäftsmann nutzt jede Gelegenheit, um an Money zu kommen. Alles andere wäre doch komplett Banane. Gut. Kassier du mal schön ab. Rudi, ich mach hier mal einen kleinen Screenshot. Das gerade so hübsch aussieht. Wie dir deine Kasse kassierst. Und jo. Jetzt ist nur die Frage, wie schnell wird er müde? Tatsächlich habe ich die Vermutung, dass er hier nicht so schnell müde wird, wie drüben im Burgerladen, weil er da immer hin und her rennen muss zwischen den zwei. Kasse. Burgerbraten, Kasse, Burgerbraten. Hier muss er nur an der Kasse chillen. Kann er nebenher am Handy spielen und am Tresen sich einer Fuppe. Jo. Good boy, good boy. Ich meine, Freddy ist erst 18. Der hat noch Trieb, ja. Der ist noch voller Elan. Der hat noch Power, der Junge. Der muss auch noch auf seine Kosten kommen. Der hat ja noch kein Mädel kennengelernt. Später, Business Baby. Wenn er später richtig Business gemacht hat, kann der Boy sich mit 20 alle Nutte der Welt kaufen.
Aber hört nicht auf so alter Dreckiger wie mich. Geld macht nicht immer glücklich. Ne? So ist das. So, Energie leer. Kasse voll, hoffentlich. Boah, kaum machen wir hier die Kasse. Ist hier the business real, Alter. Wieder nur noch 43 im Regal an Geschenke. 43 Geschenke im Regal. Dafür braucht die olle andere. Die braucht dafür irgendwie 2-3 Tage. Für das, was wir jetzt ein paar Stunden gemacht haben. Also vielleicht sollte ich mir das mit dem Mitarbeiter noch ein bisschen überlegen. Die sind echt kackies. Wir sind mit 18 eine Maschine, Alter. Wir haben plus $700 heute Gewinn gemacht. Wahnsinn. Naja. Trotzdem brauchen wir Burger. Und die liefern sich leider nicht von selbst. Das heißt für unseren Freddy. Ganz schnell ein Abstecher am Kühlschrank. Sie bitte einmal. Luis, was ist da los? Übernimm du mal. Für bis 12 Uhr. Das kannst du ruhig mal machen. So. Wir phrasen was. Und gehen einkaufen. Die Geschenke dürfen wir nicht vergessen. Ich habe ne zwar gefiltert, aber nicht markiert. Möchte die U-Bahn doch gar nicht. So, jetzt. Jetzt ist er im Target, Leute. Oh. Komplett vergessen, dass wir hier Radio nutzen dürfen. Hä, hey, ist ja alles GEMA-frei, geil. And we rolling, rolling, rolling. Es war so klar, dass die mich hier wieder total zupacke. Ist der Hammer. Also hier auf die andere Straßenseite zu kommen in dem Game ist ja... Das grenzt ja schon... an Verkehrsvergewaltigung. Was die hier machen. Das ist die reinste Verkehrsbehinderung, Alter. Die lassen dich nicht durch, die lassen dich nicht parken, die lassen dich gar nichts machen. Hier will ich jetzt rein, in die Lücke. Danke. Denn wie sich das für Geschäftsmann gehört, parken wir natürlich immer verlustfrei und optimiert. Also in der ersten Reihe. Mach voran. Grüner wird's nicht, Brudi. Er bleibt einfach stehen. Bei Gelb, Alter. Da wäre jeder andere wär doch drüber gezogen. Naja. Upsi, Sackkarre vergessen. 200 Geschenke. Und 200, 300 Burger. Und was kostet ein bisschen was. Aber guter Geschäftsmann muss dementsprechend auch tief in die Tasche lange, ja, wenn er auch was verkaufen will. So ist das eben im Leben. Allgemein hätte ich eh gesagt, dass wir jetzt mal ein bisschen drauf sparen, uns mehr Equipment für die Großküche zu kaufen. Denn dementsprechend machen wir auch dann mehr Umsatz. Bis zu einem Punkt, wo sich das dann nochmal rentiert, die Arbeitskräfte einzustellen. Weil ich meine, im Geschenkelade rentiert sich auch. Da macht es so viel Umsatz, dass nur sie verkaufen muss. Und wenn das im Burgerlade genauso läuft, dann haben wir Zeit. Dann haben wir alle Zeit der Welt. Können wir chillen. Chili Milli und können hier Spielekonsole zocken. Da oben. Eine Stunde lang. Sogar 8, wenn wir wollen. Das ist doch das Geile am Selbstständigsein. Wenn es löppt, dann löppt es richtig. So. Na gut, da guter. Pack die Karre hier, am besten ohne anzuditschen am Audi. Ne, das ist ein Subaru oder sowas, ne? Irgendwie sowas. Ausladen wäre nicht verkehrt. Und der Trottel hat die Sackkarre vergessen.
Ah, dann klauen wir uns den ganz kurz hier. Das ist ja alles kein Thema. Aber um 12 Uhr muss ich dran denken, da müssen wir hinterm Trese stehen. Das ist aber das Gute, wenn man Arbeitskräfte hat. Man kann die einstellen, wie man gerade lustig ist, wie man sie braucht. Sehr nice. Ja, auffülle. Dann seid ihr schon mal weg. Hä? Ach so, ist sich ja gar nicht. Ist sich ja gar nicht ausgegangen. Da war ja noch was drin. Platzier diesen hier. Und wir gehen rüber. Wäschen jetzt ohne überfahrt zu wäre. Geil. Einmal auffülle. Wenn schon, denn schon, ne? Dann machen wir das schon richtig. Ich hätte den Sackkarre jetzt einfach da hinstellen können. Okay, aber... Wenn, dann machen wir das ordentlich. Sackkarre, den lasse ich mal im Auto, denn man kann ja immer nur einer gebrauchen, haben wir jetzt gerade wieder gelernt. Schmutzig, oh. Natürlich. Par excellence, machen wir das auf Vordermann, bringen wir das Ding. Aber so richtig geschmeidig. Alles nur für dich, Alexandra, natürlich. Putzi putzi und dann sind wir bald wieder aus der Schulde draus. Oh yes. Zumindest aus der kleinen Schulde. Die große, ja, haben wir noch 215 Tage Zeit, das abzubezahlen. Das sollten wir auf jeden Fall. Ach nee, Quatsch, das bedeutet wirkliche Zahlung, ja. Das bedeutet, dass wir dann in 244 Tagen fertig sind. Aber wir können hier mal auf 50 gehen und hier gehen wir mal auf 100. So. Das wäre mal vielleicht eine Lösung. Sorry, sorry, ich beeil mich. Ey, ich muss arbeiten. Schnauze da hinten. So, go. Hustle, Bro. Hustle. Und es kommt schon wieder keine Kundschaft. Doch. Gut, Freddy. Ich habe halt immer Angst, wenn ich hier drauf drücke. Zeit zum Ende der Schicht vorspulen. Klar, könnte man das tun. Easy peasy, hätte man a lot of money. Erstens mal sehe ich gern, was in meinem Laden vor sich geht. Zweitens mal werde ich direkt alarmiert, wenn hier irgendwas leer ist. Und drittens mal habe ich keinen Plan, ob der dann durchhasselt bis abends, bis das Geschäft zumacht. Also bis zum Ende der Schicht heißt für mich bis zum Ende der Schicht, wie ich sie eingestellt habe. Das, da das aber too much ist wahrscheinlich für die drei Viertel Energie, die wir noch haben, wird er dann am Ende der Schicht ultra am Arsch sein. Ich habe keinen Bock, dass er dann schon wieder zusammenknickt. Ja, dann können wir schon wieder ins Krankenhaus, können schon wieder die 2000 latzen, sind schon wieder arm wie Scheiße und dann war's das. Das wollt ihr nicht, das wollt ich nicht. Jo. Das können wir so vermeiden. Indem ich das alles manuell mache. Ich meine, okay, jetzt hier wär's nicht ausgegangen. Aber wir haben ja auch immer noch Zeit auf der Uhr. Seht ihr jetzt selbst, so. Deswegen gehen wir hin. Das ist das Schöne an dem Individuellen. Wir können jetzt einfach weitermachen. Bis die Energy low ist. Vorausgesetzt, wir bekommen Gäste. Aber gerade irgendwie nicht so danach aus. Warum kommt montags keiner mehr in unseren Laden? Jetzt sind die Lichter erst angegangen. Was ist das denn? Wahrscheinlich nimmt er dann immer erst die nächste volle Stunde. Also ab der nächsten vollen Stunde ist dann geöffnet. So mittendrin funktioniert das anscheinend gar nicht. I don't know. Ich weiß es nicht. Aber die Moneten, die rollen. Zumindest die Münzen, das Kleingeld. Und wir sind fertig. Sonst knicken wir gleich wieder zusammen. Da haben wir keinen Bock drauf, glaub mir. Ja, mach das Shell-Restaurant mal zu. Das war's. Dann gehst du ganz geschmeidig zu Hause in ein super weiches und warmes Bettchen.
legst dich hin und überlegst dir, was du von deinen ganzen Moneten dir eines Tages kaufen möchtest, Freddy. So. Bis morgen früh. Und zu euch sage ich das Gleiche. Bis morgen, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo wäre nice. Tschö, meine Taubennüsschen. See you later, Alligator. Haut rein.